Hast du ihn gefunden? Ja, habe ich. Er ist in einer unserer Sicherheitszonen. Aber ich dachte, du bringst ihn mir zurück. Er kommt nicht zurück, Alexei. Er ist jetzt einer von Brackens Spähern. Doch falls er nicht sehr schnell sehr viel besser wird, dann macht er es nicht lange. Aber konntest du ihn denn nicht umstimmen? Nein, aber vielleicht schaffe ich es bei dir. Du willst deinen Sohn retten? Dann hör auf, Waffen für Rais zu fertigen und schließ dich dem Turm an. Tust du das, gib Christoph seinen Späherjob auf. Nein, nein, nein. Früher oder später wird Rais den Turm zerstören. Dort ist es nicht sicher. Es ist nirgends sicher, Alexei. Die Frage ist, auf welcher Seite stehst du? Es wird Zeit, die richtige Entscheidung zu treffen. Dein Sohn hat's bereits getan. Ich weiß. Er schämt sich für mich. Und zu Recht. Aber ich wollte doch nur, dass er in Sicherheit ist. Dann ist heute ein Glückstag. Denn was gut für ihn ist, ist auch das einzig Richtige. Ich gebe auf. Du gewinnst. Was zum... Du bist nutzlos. Deine Klingen sind die besten, Alexei. Lass es mich an dir benutzen. Wo ist dein Sohn? Rais will, dass wir ihm das Maul schicken. Wo willst du hin? Wir sind doch nicht fertig! Ja, zieh mir nur den Schwanz ein! Du hattest recht. Es war nur eine Frage der Zeit, bis sie mich erledigen würden. Irgendwann nehmen sie auch den Turm ins Visier. Das werden sie. Und mein Sohn und ich werden bereit sein. Hier, für dich. Diese Waffe habe ich entworfen, aber nie angefertigt. Ich wollte nicht, dass ihr Reis in die Hände fällt. Nimm du die Pläne. Viel Glück, Rain. Vielleicht sehen wir uns wieder.
Soll er. War das schon alles? Gott verdammt! Nicht näher! Bleib weg!
alles im Kasten. Meine Güte, das war das eindrucksvollste Spektakel sinnlosen Abschlachtens, das ich jemals gesehen habe. Du bist ein wahrer Künstler. Wenn ich die nächste Szene vorbereitet habe, brauche ich dich wieder, okay? Hier ist dein Geld. Scheiße! Du schon wieder? Sag mal, was machst du hier? Bleib locker, ich bin nicht mehr bei Rais. Eigentlich war das auch nur eine einmalige Sache. Zur Sicherheit des Turms und... Es tut mir leid. Ernsthaft. Tatsächlich? Sicher. Ich war und bin Brackens Mann. Du kannst jeden im Turm fragen, wenn du mir nicht glaubst. Also, was ist los, Jafar? Wir haben Rais Funkverkehr abgehört. Eine seiner Crews hat auf der Baustelle irgendwas gefunden und war ziemlich aus dem Häuschen. Sie haben nicht gesagt, was genau. Aber es soll den ganzen Turm zum Einsturz bringen können. Jemand muss rausfinden, was es ist und das Zeug stehlen oder zerstören. Das bin dann ich. Herzlichen Glückwunsch. Du hast den Job. Man sieht sich dann. Hey, beruhigst du dich vielleicht erstmal, bevor wir reden? Aber sicher, mich beruhigen. Toller Rat, wirklich. Said, dein Problem ist gelöst. Yippie. Okay, dann hau ich eben wieder ab, du Arsch. Nein, geh nicht. Ich bin total gechillt. Also ich fertige diese Fackeln für Rais, okay? Fackeln, so wie Signalfackeln? Nein, UV-Fackeln. Die Dinger in der Nacht können sie nicht ab. Wegen dem UV, verstehst du? UV steht für Ultraviolett. Ist so ein Wissenschaftsdingsbums. Verstanden, UV-Fackeln. Und weiter? Nichts weiter. Mein Zink ist mit Fluor verunreinigt und damit unbrauchbar. Außerdem habe ich kein Terpentin mehr. Das ist nicht schwer zu bekommen, aber jetzt ist alles schwer zu bekommen. Und wenn Rais-Männer kommen, um die Fackeln abzuholen? Männer? Psychopathische Neandertaler auf Drogen trifft es wohl eher. Was brauchst du, um die Dinger zu machen? Nur Zink und Terpentin. Alles andere habe ich. Alles, was ich brauche, liegt im Lager des Zugdepots. Nur kann jemand wie ich dort draußen keine 5 Minuten überleben. Überraschend, dass jemand wie du es überhaupt geschafft hat. Oh ja, ein Komiker. Haha, lustiger Mann, sehr lustiger Mann. Vielleicht kann ich dir helfen, aber in dem Fall will ich die Hälfte der Fackeln, die du herstellst. Die Hälfte? Niemals, hast du ein Rad ab. Besser auf die Hälfte verzichten, als gar nichts behalten, oder? Na gut, stimmt auch wieder. Seid ihr Tolga und Fatin? Ja, wie konntest du das mutmaßen? Mir egal, wie sein Primatenhirn funktioniert. Wir haben einen Job für ihn. Da hast du recht. Benutze einfache Worte. Verwirr ihn nicht. Die Ausrüstung muss transportiert werden.
Und sie ist sehr schwer. Wie schwer? Zu schwer für dich, Affenvieh. Wir werden sie stattdessen über unseren Köpfen per Seilrutsche befördern. Eine brillante Idee, nicht wahr? Das war meine Idee. War es nicht? Sagt mir einfach, was ihr braucht. Haken! Ist doch offensichtlich! Wie sollen wir die Ausrüstung denn sonst aufhängen? Suche im Lager des Zugdepots. Ob er weiß, was ein Zugdepot ist? Wahrscheinlich nicht. Und beeil dich. Dieses Projekt ist wichtiger als alles, was du mit deinem limitierten vormenschlichen Enzephalon erfassen könntest. Versuche erst gar nicht, den Plan zu verstehen. Bloß nicht. Du bekämst ein Aneurysma vor Anstrengung. Gorilla für eine Schimpansenaufgabe. Du meinst wohl eine Orangutanaufgabe. Zu behaupten, dass Dr. Seyes intelligenter war als... Cornelius? Gute Frage. Wie du weißt, hatte Cornelius... Seltsamer Kerl.
Thank you.